Wieder einmal ist Präsident Erdogan in den Schlagzeilen der internationalen Medien. Diesmal aber nicht wegen einem neuen Megaprojekt, sondern wegen einer deutlichen Warnung an Griechenland. Bereits seit geraumer Zeit werden die Töne zwischen Griechenland und der Türkei immer lauter. Die Aussage von Präsident Erdogan war diesmal allerdings äußerst hart und deutlich. Nichtsdestotrotz ging es nicht um eine Drohung, wie es in den westlichen Medien dargestellt wird, sondern eher um eine Warnung an Griechenland. Präsident Erdogan sagte: Schaut, wir haben angefangen, unsere eigenen Raketen herzustellen. Der Grieche ist dadurch aktuell sehr nervös und ängstlich. Sie sagen, dass die Typhon-Rakete Athen treffen könnte. Das wird sie auch, wenn du keine Ruhe gibst. Denn wenn du mittels USA die Inseln aufrüstest, dann wird ein Land wie die Türkei natürlich nicht tatenlos zusehen, sondern tätig werden müssen. Die Aussage, dass türkische Raketen Athen treffen können, war lediglich eine Antwort auf die Frage des Journalisten in Bezug auf die Befürchtungen seitens Griechenland. Denn seit dem Test der neuen Taifun-Rakete der Türkei berichten griechische Medien ausdrücklich davon, dass Athen in Reichweite der neuen Rakete liegt und sie sich bedroht fühlen. Die Frage hierbei lautet, ob die Türkei tatsächlich willkürlich Athen beschießen würde, wie es aktuell in den Medien dargestellt wird. Am wahrscheinlichsten zwischen vielen Szenarien ist, dass es zunächst in der Ägäis oder Mittelmeer zu einem spontanen Schlagabtausch zwischen der Marine beider Länder kommen würde. Hiernach würden sich beide Seiten höchstwahrscheinlich gegenseitig den Krieg erklären. Mit der zweitstärksten Armee innerhalb der NATO und den Projekten der letzten Jahre in der Rüstungsindustrie hätte die Türkei die Nase weit vorne. Ein Krieg zwischen den beiden Ländern würde nicht länger als 3 Monate dauern und mit dem klaren Sieg der Türkei enden. Das komplette Kriegsszenario zwischen den beiden Ländern findet ihr im verlinkten Video.